Als nächstes möchte ich zu mir bitten Nicole Kantner. Ihr Projekt wurde uns empfohlen vom Büro für Zukunftsfragen. Es ist tatsächlich ein unglaublich beeindruckendes Projekt. Und nachdem ich Nicole eben persönlich nicht gekannt habe, habe ich das gemacht, was man dann immer macht. Man geht ins Internet und recherchiert. Und es hat sehr viel ausgespuckt und dieses Mal auch tatsächlich sehr viel Beeindruckendes. Ich fand diesen Lebenslauf wirklich so erstaunlich, dass ich mir jetzt einfach diese 2 Minuten gönne, um das zu verlesen, wenn das okay ist, Nicole. Taxi. Nicole Kantner, geboren in Ouagadougou, Burkina Faso, besucht die Schulen in Ghana, Ägypten und Österreich, bevor sie 1995 eine pädagogische Ausbildung in New York absolvierte. Danach gründete sie Englisch-Sprachclubs zum spielerischen Spracherwerb in Vorarlberg. Bis heute unterstützt sie Schulen und Projektklassen im bilingualen Unterricht und fördert kreative Lernmethoden. Nebst der Leitung des Baby- und Kleinkindschwimmens im Seehallenbad Bregenz führt sie die Young Caritas Jugendbotschafterinnen für die Bekanntmachung der UN-Kinderrechte. 2005 gründete sie in ehrenamtlicher Arbeit die Groovaloos English Musical Company und produzierte unter anderem 5 Musicals in englischer und 1 in deutscher Sprache. Für das Vorarlberger Landestheater wirkte sie in der Regieassistenz und im Requisitenbau bei Die Zauberflöte und so weiter und so fort mit. Und dann neben all dem auch noch dieses Projekt für den Kindergarten in Termale. Also ich habe mich echt gefragt, ob du so ein Time Warp oder irgend so eine Zeitverlängerungsmaschine oder irgend sowas hast. Oder wie machst du das? Ich glaube, wenn man eine Leidenschaft hat, dann muss man sich dem ein bisschen fügen. Und in jedem steckt etwas drinnen, was heraus will. Und ich bin leider eine, die immer ein Projekt um sich herum braucht. Sehr gut. Und jetzt geht's um das Thema We Need Water. Ich bitte um eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Okay, hallo erstmal. Kann losgehen. Ja, alles begann 1997 auf einer Reise nach Ghana. Da stand ich an einem Kindergarten und auf der Mauer stand folgendes Schild: We need water. Und es hat mich ziemlich betroffen gemacht, dass da 300 Kinder ein- und ausgehen, die dort essen und spielen, aufs Klo gehen und irgendwie nie in Berührung mit Wasser kommen, was für uns einfach selbstverständlich ist. Und ich habe mir gedacht, irgendwann möchte ich das verändern. Und es hat dann dank vieler lieber Freunde, Spender, Familienmitglieder geklappt, dass ich 2013 mit meiner Tochter wieder hinreiste, 2 Wassertanks baute, Wasserleitungen und eine Wasserpumpe, um zumindest 2 Wasserhähne funktionierende dort auf die Beine zu stellen. Hier sieht man die Wassertanks, inzwischen ist er auch schon überdacht, das ist leider ein altes Foto, und links oben sieht man das alte Fass, aus dem die Kinder das Trinkwasser bezogen haben bis dato. Eine braune Kloake mehr oder weniger, wo das Wasser bis zu 3 Wochen drinnen steht. Wasser ist das zentrale Thema, das war auch der zentrale Punkt, warum ich dort überhaupt hin wollte. Die Kinder essen hier unter Dach, die Dächer wurden auch im Zuge des Wassertanksbaus gebaut. Sie essen mit den Händen, sie spielen im Sand und Händewaschen ist kein Thema. Und wenn man die WC-Anlagen ansieht, dann kommen so auf 8 WCs auf 300 Kinder. Das sind europäische WCs, muss ich dazu sagen, bis auf diesen einen Raum, den die Kinder aber bevorzugen, weil der eben ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht, die Hocktoilette. Und die gibt es dort nicht in diesem Kindergarten. Das ist dieses Pissoir sozusagen, ist so die erste Anlaufstelle. Sie setzen sich auch gerne auf kleine schwarze Wassereimer, der irgendwo da rumschwirrt. Und das Händewaschthema habe ich dann so begonnen, dass ich eine Zeichnung aufgezeichnet habe und gesagt habe, vielleicht gibt es irgendjemanden, der das umsetzen kann. Und tatsächlich hat sich ein Schweißer gefunden, der mir das nachgebaut hat. Und so eine verzinkte Wanne, oben das Rohr mit 10 Löchern versehen, wo eben das Wasser rausrieselt und 10 Kinder gleichzeitig Hände waschen können. Dann haben wir mit Hygieneworkshops begonnen, wo die Kinder einfach spielerisch mit Liedern, mit Reimen an das Händewaschen mit Seife herangeführt wurden. Sie hatten mächtig Spaß dabei, vor allem weil Wasser einfach immer nur gespart wurde. Man kann nicht einfach Wasser verschwenden und damit Hände waschen. Und so wurde das einfach zum zentralen Thema mit der Zeit, wo wir dort waren.
Zwischenzeitlich wurden auch die Sanitärräume alle renoviert, das heißt, sie wurden alle verfließt. Der ganze Geruch, der sich da schon angesammelt hatte, verschwand. Es wurde auch ein Gefälle eingerichtet, dass gewisse Dinge gut abrinnen können und die Reinigung auch erleichtert. Der Händewasch-Workshop hat sich dann auch relativ schnell etabliert zu einer Routine, wo man sieht hier die Kinder, wie sie vor und nach dem Essen sich die Hände waschen. Hier noch anhand von Waschschüsseln, die in der Pause aufgestellt werden, eine mit Seifenwasser, eine mit klarem Wasser. Und sie hatten sichtlich Spaß, weil sie dabei immer ein Lied singen müssen, um die Dauer des Händewaschens sozusagen einzuhalten. Tja, neben dem Verfließen der Räume habe ich dann auch noch WC-Sitze angebracht. Es sind einfach dunkle, große Räume. Die Kinder hatten einfach Angst, auf dieses Klo zu gehen und schon auch teilweise gar nicht zu wissen, wie man das richtig verwendet, bis auf die älteren Kinder, die dann auch eingeschult wurden. Tja, warum dieser Kindergarten? Es hat sich eh schon ein bisschen so durchgesickert. Als Tochter eines Entwicklungshelfer-Ehepaars kam ich in den Genuss, 5 Jahre in Ghana zu leben und auch dort den Kindergarten zu besuchen. Finde ich ganz witzig, hier beim Stamm steht Austrian. Also es gibt ja viele Stämme in Ghana, um die 100. Und bei mir war das dann Austrian. Und ich wollte irgendwie eben was zurückgeben an diesen Kindergarten. Wir waren jetzt vergangenen Sommer wieder dort und haben neben 2 Spielplätzen nochmal das zentrale Thema Wasser angegangen. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch mit den WC-Anlagen. Und hier ist immer ganz wichtig, dass man einfach alle mit einbezieht, eben die Betreuerinnen vor Ort. Die müssen auch dahinter stehen, weil man kann nicht einfach was umsetzen und keiner kann sich wirklich damit identifizieren. Tja, das waren die Spitzarbeiten. Wir haben alle Räumlichkeiten in diesem Kindergarten mit Wasserleitungen und Waschbecken versehen. Waschbecken in Kinderhöhe, auch schon mal was ganz Fremdes in diesem Land, um einfach das beaufsichtigte Händewaschen zu gewährleisten, dass die Lehrerinnen, die Betreuerinnen dazuschauen, wenn die Kinder ihre Hände waschen. Wir haben da so ein Säckchen mit Seife hängen, die kann auch ganz gut trocknen dann nach dem Waschen. Und so kann man einfach gut dazuschauen, dass jedes Kind seine Hände vor und nach dem Essen wäscht. Und wir haben auch Händewaschsymbole überall eingebracht, die sind leider hier noch nicht angemalt. Aber es funktioniert und vor allem, weil auch eben die Betreuer dahinter stehen. Tja, wieder mal das Klo-Thema. Das ist das gleiche Zimmer, wo das Pissoir um die Ecke ist. Man sieht hier die kleinen Kinder auf diesen schwarzen Eimern sitzen. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn sie diese schwarzen Eimer so gern mögen, warum machen wir nicht eine Küppeltoilette? Und das hat natürlich auf großen Argwohn gestoßen, so quasi, wie kann man ein bestehendes Klo zerstören? Wir haben es ja. Aber ich konnte dann den Installateur davon überzeugen, ein Klo abzureißen in diesem Zimmer und eine Küppeltoilette zu bauen mit mir. Und das habe ich ihm dann erklärt. Und zwar haben wir auf diesem schwarzen Eimer, den den Kindern so gut bekannt ist, den Boden rausgeschnitten, haben das WC entfernt und dann habe ich das ein bisschen aufgespitzt rundherum und aus einem alten Wassereimer eine Verschalung angebracht, wo der schwarze Kübel genau reinpasst. Und war nicht so eine angenehme Tätigkeit, aber es hat funktioniert. Und dass der Kübel praktisch genau hineinpasst, er ist jederzeit ersetzbar und die Fäkalien enden automatisch in dem septischen Tank. Diese septischen Tanks sind alle super intakt, funktionieren alle, deswegen da gröbere Änderungen vorzunehmen, ist keine gute Idee. Hier sieht man die Kübeltoilette von oben. Schönem Gefälle. Inzwischen ist sie auch weiß angemalt, also auch hygienisch und leicht reinigbar. Und es ist tatsächlich die Lieblingstoilette der Kinder, was natürlich mich gefreut hat, weil alle gesagt haben, wir haben doch Klos, weit und breit gibt es keine, wenn man bedenkt, dass 90% dieser Kinder zu Hause kein fließend Wasser haben und keine Toilette. Tja, und die Bakterien haben es den Kindern natürlich angetan, die haben denen so viel Spaß gemacht, diesen Hygieneworkshops, dass wir diese als ganz große Bilder auf der Außenfassade des Hauptgebäudes aufgemalt haben, damit sie ständig präsent sind und ihnen auch wirklich beigebracht haben, dass Händewaschen einfach die beste Präventivmedizin überhaupt ist. Wenn man bedenkt, dass jeden Tag 4000 Kinder unter 5 Jahren an Durchfallerkrankungen sterben, ist das einfach ein Thema, das wir nicht vergessen sollten. Und Ihnen war immer ganz wichtig, mir natürlich die sauberen Hände zu zeigen nach Ihrem Händewaschsong. Und ich freue mich, auch bald wieder hinreisen zu können. Es gibt immer viel zu tun und es wird sehr, sehr wertgeschätzt. Dankeschön.